Pioniere bereiten einen Sprengsatz vor, vergleichbar mit den sogenannten IEDs, selbstgebauten Sprengsätzen, wie sie in Einsatzgebieten immer wieder verwendet werden. Wir sind beim Counter-IED-Lehrgang in Städten am Kalten Markt. Soldaten lernen dabei Grundlagen und Praxis der Ermittlungsarbeit nach Sprengstoffanschlägen. Zu Übungszwecken wird ein Handy als Zünder angebaut. Das Handy oder was davon übrig ist, sollen die Ermittler später finden. Achtung, ich zünde. 3, 2, 1, Zündung. 3 Kilogramm Sprengstoff gehen hoch. Ein sogenanntes Weapons Intelligence Team, bestehend aus 4 Mann, rückt an. Truppführer Oberleutnant Sven Jochum hat bei der Anfahrt erste Informationen bekommen. Gemäß Funk hieß es von Seiten EOD, vor den Steinen ist der Parkplatz für uns bereits abgesucht. Einfach auf die Steine zuhalten und dort das Fahrzeug abstellen. Absitzen, sammeln, hinten am Fahrzeug. Am bereits gesicherten Tatort weist der Truppführer sein Team ein. 45 Minuten haben sie für die Ermittlungsarbeit, die mit Skizzen und Fotos von der Umgebung beginnt. Heute für die Fotos zuständig Hauptfeldwebel Tobias Schubert. Mit Mundschutz und Handschuhen, um den Anschlagsort nicht zu kontaminieren. Fürs Erste ist es wichtig, eine Übersichtsaufnahme zu machen. Von allem, weil, wie man meistens sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und wir sind ja nur ganz kurz vor Ort. Sodass man zur Not am Schluss nochmal die Bilder durchgehen kann, wo war vielleicht was gelegen, was haben wir vielleicht nicht in der Skizze aufgenommen. Und deswegen ist es am Anfang wichtig, Übersichtsaufnahmen zu machen. Das Team beginnt damit, den Explosionskrater zu vermessen. Durchmesser, Tiefe, alles ist wichtig. Zügig, konzentriert und gründlich muss das Weapons Intelligence Team arbeiten. Ständig sitzt ihm dabei der Zeitdruck im Nacken. Okay, wir haben noch eine halbe Stunde. Die Soldaten nehmen Bodenproben. So kann später im Labor festgestellt werden, welche Materialien der Sprengsatz enthielt. Außerdem muss rund um das angesprengte Auto nach weiteren verwertbaren Spuren gesucht werden. Es muss untersucht werden, ob noch Teile des IDs zum Beispiel im Krater zu finden sind, also Restteile, die wir dann nachher auswerten können. Zum Beispiel Reste des Handys, mit dem der Sprengsatz gezündet wurde. Hier könnten wertvolle DNA-Spuren oder Fingerabdrücke eines Attentäters sein. Solche potenziellen Spurenträger sollten die Ermittler unbedingt finden. Counter-IED bedeutet vor allem, durch gute Ermittlungen die Netzwerke hinter den Anschlägen aufzuspüren. Denn ohne Daten, ohne Beweismittel, die auch gerichtsverwertbar sind, sind wir nicht in der Lage, egal in welchem Einsatz wir uns gerade befinden, den militärischen Nachrichtenwesen die Informationen zu geben, um gegen gegnerische Kräfte vorgehen zu können. Und genau an diesen Daten arbeitet das Team von Oberleutnant Jochum, sobald es vom Tatort zurückgekehrt ist. Die Auswertung ist der zeitaufwendigste Teil der Arbeit. Wir beginnen immer mit einem sogenannten Brainstorming. Das heißt, nicht jeder des Teams hat alles gesehen oder den ganzen Tatort. Und jeder trägt jetzt seine Eindrücke zusammen. Dann arbeiten wir nach einem bestimmten Muster eben unsere Erkenntnisse ab, skizzieren die an einer Tafel, damit wir alle über den gleichen Kenntnisstand verfügen. Hauptfeldwebel Schuberts Job war es, am Tatort so viele aussagekräftige Fotos wie möglich zu machen. Wo war wirklich noch mal was, wie weit war der gerade entfernt? Da hat man einfach noch mal einen besseren Blick in der Ruhe dann am Rechner. Ich gehe jetzt im Speziellen noch mal die Bilder durch und fertige jetzt die Skizze an, die ja vor Ort zwar angefertigt wurde, aber jetzt fürs Briefing noch mal digitalisiert wird. Nach der Auswertung müssen die Lehrgangsteilnehmer so schnell wie möglich einen Lagebericht vorlegen. Sämtliche physischen Beweismittel, die am Tatort sichergestellt wurden, gehen zur weiteren Analyse ins Labor.